Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Und ja, Überproduktion an Holz haben wir. Und jetzt gehen wir noch in die Weizenproduktion. Und dafür bauen wir gerade unsere Hütte. Und uns noch 10 Werkzeuge fehlen. Haben wir denn Werkzeuge noch? Ja, 10 haben wir auf Lager. Wie viel bestelle ich aktuell aus den anderen Dörfern? Ja, das ist ja mal... Das wird nie und nimmer reichen, Jungs. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir es selber machen können. Und bis dahin bestellen wir uns mal 86 Stück. Oder 85. Da haben wir auch wieder Glück, dass wir genau 10 auf Lager haben, ne? Wo ist er denn, unser Freund? Mit dem Werkzeug. Da ist er. Bin nicht so schnell. Die Frage ist, ist das alles infinite? Also unendlich? Weil wenn ja, dann muss ich ja mich voll um diese Sträucher schlängeln. Obwohl später sagen wir einfach, hier wird nicht mehr angebaut und hier wird halt volle Wäsche angebaut. Leute, wie oft noch? Wir haben zu wenig Platz noch. Auch wenn ich irgendwie habe, die Steuern gehen nie runter. Oder das Dorf nimmt einfach immer mehr ein. Hä? Alle befördern. Jetzt müsste ich doch eigentlich voll viel Leibeigen auch haben, aber ich habe keine Ding. So Zeugs halt, ne? Ich wüsste noch nicht mal, wo ich die Kirche hinsetze. So schaut's aus. Wir können die Kirche da oben in die Ecke stellen. Weizenfarm. Yes, jetzt kann ich da voll Leute reinhauen. Erntefeld zeichnen. Mann, das kann auch außerhalb. Ich kann. Nee, kann ich nicht. Schade. Wir nehmen jetzt erstmal alle Flächen, die hier zur Verfügung stehen. Hat mein Handy auch noch vibriert. So. Ne? Oder vielleicht sollte man um dich herum ein bisschen freilassen. So. Und den Rest, den holen wir dir, sobald wir Platz haben, ne? Schon wieder ein Wohnhaus. Unser Bergdorf wird fertig. Das erinnert mich so ein bisschen an Modern Blade 2. Alter. Alter, das ist voll complicated. Warte mal. Abbau. Ah, ihr habt ja schon alles vorgemacht. Ja, dann nehmt ihr euch das nächste Stück vor. Ich gebe denen jetzt erstmal so Teilaufgaben. Ich glaube, der Rest ist für die zu überfordern aktuell. Sage ich über meine eigenen Leute. Den Rand könnt ihr mir so ein bisschen in Aufwartung lassen. Alter, wie oft noch? Zu wenig. Warum bin ich bei mir so im Minus? Aber weil ich so viel eingekauft habe. Ist doch sicher das ganze Werkzeug. Nee. Das ist jetzt nur gewesen, weil ich so viel gehandelt habe. Oh Gott, das will. Wenn du wieder mit Brot kommst, ne? 30 Beeren. An wen liefern wir denn? Machen wir das mal. Handel abgeschlossen. Zack, fertig hier, ne? Jetzt müssen wir doch eigentlich bei dem auch schon was machen können, oder? Ich habe das doch bekommen. Ah, Punkt. Ein Punkt fehlt mir. Ups. Ah, da 25 Bürgerliche zum Beispiel. Okay. Was kann ich denn dann bauen? Taverne? Tavernenwand? Tavernensteinset? Steuerbehörde? Wo lebe ich in fucking Deutschland?
Guck mal, die ersten Felder wachsen. Oh mein Gott. Dieser Einiger. Ich würde mir straight jedes Mal den Schädel anhauen. Oh, mir tun die Leute leid, die da arbeiten müssen. Ich bin es zum Glück nicht. So, dann müssen wir jetzt aber... Oh, scheiße, wir haben keinen Lagerplatz für Weizen. Wo kommt denn eigentlich Weizen hin? Ist das so ein Produkt oder ist es ein Produkt, was hier landet schon? Es ist ein Produkt, das da schon landet. Bedeutet, wir brauchen... Alter, wir brauchen so viel Platz. Bauen. Wir brauchen auch mal einen... Lager... Nee, nicht Lagerhaus. Wir haben eine Schäferei schon. Alter, Schneiderin. Wo kommt das her? Speicher. So. Du kommst dahin. Wir müssen das ganze Zeug hier einlagern. Was fehlt uns jetzt eigentlich zur Hölle hier, dass ihr das mal endlich fertig baut? Allgemein. Stoff fehlt uns. Aha. Kaufen wir keinen Stoff ein. Zufällig kann das sein. Wir kaufen keinen Stoff, das ist das Problem. Aha. Dann kaufen bis wert. Doch, wir kaufen. Aber halten irgendwie keine Lieferung dafür. That's interesting. Da kommen so ein paar Steinblöcke hin. Spätestens, wenn wir eigenen Stoff produzieren, ist da eh wieder Ruhe. Ah, wie schön die Felder. Sie wachsen. Hier haben wir noch Platz. Also, man merkt schon im Spiel an, es ist eigentlich für gerade Flächen so gemacht, weil die Türen sich überhaupt nicht anpassen als Terrain. Also, wenn ich da teilweise das sehe, so mit schräger Tür. Au. Das wird wehtun. So, du spielst jetzt weich für Weizen, für Mehl und für Brot. Und was können wir denn hier noch zurückfinden? Beeren haben wir schon rein, Honig, Fisch. Dann tun wir dann später noch ein paar andere Sachen rein. Aber jetzt erstmal hier die grundlegenden Sachen, ne? Baut ihr eigentlich noch weiter oder habt ihr da einfach keinen Bock drauf? Scheint so, dass sie keinen Bock drauf haben. Aber wir müssen denen auch erstmal hier alles freie hämmern, ne? Aber die sind ja fleißig, also sie sind ja fleißig, meine Minions, ne? Aber irgendwie verliere ich nur Geld. Ich sollte vielleicht mal den Handel runterdrehen. Handelswaren, das gleich mit den... Wie viel habe ich da eingestellt? 85 war nicht die beste Idee. Kann ich das irgendwie schneller machen? Nee. Warte, warte mal. Perfekt, dann stellen wir hier auf 40. Das sollte locker... Oder wir stellen auf 30. Dann sind wir immer noch gut dabei, weil ich verliere voll Gold. So, dann du kriegst jetzt zwei Dorfbewohner zugewiesen. Und eine Mühle. Wo setzt man denn eine Mühle hin? Mühle, die müsste eigentlich hier oben so hier stehen. Wir bauen so eine Meermühle, die genauso am Meer steht. Dann bauen wir später einen Leuchtturm drauf und dann macht's blink. Und dann brauchen wir noch eine Bäckerei. Am besten noch die Weihnachtsbäckerei, weil dann wäre ich richtig happy. In der Weihnachtsbäckerei. So. Und wir haben so die Baulungszentren, da wo gearbeitet wird. Die Außenzentren und dann das Dorfzentrum oder das Wohnungszentrum sozusagen. Sie bauen ab. Jo, die erste Ernte ist durch, Jungs. Ja, perfekt. Wie viel die wohl jetzt gerade sammeln?
Komm, jetzt können wir wieder einen Nahrungsplatz für das bauen. Nur. Ach du Scheiße. Und rein theoretisch müsste das doch jetzt hier auf Lager kommen. Ah, hier ist schon was auf Lager. Okay. Jetzt müsste dann die Mühle irgendwann mal vorankommen. Ich weiß auch nicht so ganz, wie geht es dann mit der Schäferei? Braucht die umherum komplett frei oder? Oder heißt es, in dem Umkreis laufen dann die Ziegen auf einmal rum? Schafe. Ziegen. Ja, ich bin auch so eine Ziege, ey. So ein Ziegenbock, ey. Oh, wir sind wieder im Positiven. Puh, das wäre beinahe bankrott gewesen hier. Alter, man selbst im Sand sieht man selbst diese Saatkartoffeln. Keine Sorge, ihr habt bald alle Aufgaben. Aber esst euch erstmal satt. Wir haben so viel zum Futtern. Alter, wie lange braucht denn ihr? Ja, alle befördern. Sicherlich. Jetzt bin ich zwar wahrscheinlich halb pleite wieder, aber... Das ist doch wurscht. Einfach fehlt es an Platz für sein Haus. Oh nee, jetzt geht das los. Jetzt geht das los. Oh. Es fehlt euch an... Alter, was? Also Problem ist... dass die Arbeitsgebäude halt extrem negativ behaftet sind. Ihr habt doch jetzt Platz. Da wollte ich aufforsten. Ein bisschen Spalt müssen wir nicht zwischen Dorf und Ding auch lassen. Windmühle. Ja, endlich ist das Teil fertig. Zwei Arbeiter rein hier. Dann geht es ab, mein Junge. Wie schaut es mit meiner schönen Bäckerei aus? Ah, die wird auch langsam fertig. Das ist super. Das ist super. Jetzt wird hier auch hoffentlich schon ordentlich gearbeitet, so wie es sein soll. Und dann produzieren wir erst ein bisschen auf Vorrat und dann machen wir weiter am Dorfplatz. Obwohl, den würde ich gerne irgendwann umsiedeln. Irgendwo anders hin. Vielleicht hier hin. Dass wenn hier alles Ruhe ist, dann tun wir hier ein bisschen weg. Dann wird das ein reiner Dorfplatz. Bleibt mal weg! Hinweisfenster, alles gut. Dringlichkeit high. Dringlichkeit low. Natürlich kann nicht pflanzen, Forest Partner, was? Ach, weil fertig und so, ne? Otto, der Förster, der ist fertig mit Pflanzen. Der Otto. Nee, du bist noch nicht... Warum kommst du da nicht hin? Ich tu mal Abbaugebiet jetzt anpassen. Jetzt wird alles hier abgerissen. Mir wäre es froh, wenn die Bäume weg sind, weil dann kann ich hier schon mal die Felder erweitern. Wir brauchen mehr. Wie geht's mit der Windmühle? Ruhig ist es. Sehr, sehr ruhig. Und wir haben keine Weizen mehr. Boah. Es ist wirklich mit Wasser. Oh. Ja, mach mal, finde ich mag das sehen. Bitte schon wieder jemand um eine Audienz. So, zwei Bäcker.
Und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt mal einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.